1955 herrschte in Vestrup, Haustätte und Lüsche Goldgräberstimmung. Während hier auf dem Vestrupper Bahnhof noch Hühner zwischen den Schienen sich ganz wohl fühlen, berichtet die OV von großen Ölfunden im Westen der Gemeinde Barkum. Die Ölbohrstelle Vestrup II in Haustätte ist ebenfalls tatsächlich fündig geworden. Seit Monaten liefert die Bohrung Vestrup I in Lüsche schon ein ganz hochwertiges Rohöl, das die Bauern notfalls ohne Raffination in die Tanks ihrer Bulldogs füllen könnten. Weitere Bohrungen im Elstermoor werden in Angriff genommen. Der rein agrarorientierte Raum kann komplett umgekrempelt werden. So heißt es in der OV. Aus dem verträumten, verkehrsmäßig bedeutungslosen Bahnhof Vestrup der Kleinbahn Vechta-Kloppenbruch wird vielleicht in einigen Monaten ein wichtiger Ölbahnhof von überregionaler Bedeutung. Auch die Bauern sehen der Entwicklung mit Wohlwollen entgegen. Denn für ihren in Anspruch genommenen Boden erhalten sie gutes Geld. Die Feuerwehr Lüsche erhält für 30.000 D-Mark ein neues Löschfahrzeug. Mit diesem modernen Fahrzeug können die Feuerwehrkameraden in Lüsche den neuen Anforderungen der Ölförderung gerecht werden. Tempo ist die Devise aller Beteiligten. Je mehr Öl, desto größer der Ertrag. Eine rosige Zukunft, jedoch nur bis 1956. Die Hoffnungen zerschlugen sich bereits 1956. Der Ölausstoß bei den Bohrstellen war zu dickflüssig und konnte daher nicht gefördert werden. Ein Traum für viele platzte wie eine Seifenblase. Die investierten 2 Millionen D-Mark brachten keinen Nutzen. Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Lüsche durfte dennoch in Lüsche bleiben. ...1955 spielte Blau-Weiß Lüsche noch auf dem alten Sportplatz. Heute findet man an dieser Stelle die Zimmerei Bulke. Am 24. Juni feiert Blau-Weiß Lüsche die Einweihung des neuen Sportplatzes. Der fast in Ortsmitte und zugleich am Waldesrand gelegene Platz stellt ein Schmuckstück des Ortes dar. Angeführt vom Musikverein Lüsche ziehen die Fußballer durch den Ort zum neuen Sportplatz. Fast aus jeder Lüscher Familie wurden freiwillige Arbeitskräfte für den Bau der Anlage bereitgestellt. Diese Einsätze beweisen das große Sportinteresse und den Gemeinschaftsgeist in Lüsche. Fußballmannschaften aus Essen, Dinklage, Vechta und Lüsche kämpften um den großen Einweihungspokal. Pfarrer Theo Sommer sprach das Segensgebet und weihte den Platz mit 2 Nachwuchssportlern ein. Auch der erste offizielle Ballkontakt erfolgte durch Pfarrer Theo Sommer.
Das Theaterspiel in der Gemeinde Bakum hat schon eine lange Tradition. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Lüsche und Bakum Theaterstücke aufgeführt. Trotz einiger Unterbrechungen, die kriegsbedingt waren, blühte das Theaterleben immer wieder auf. Das Theaterspiel der damaligen Zeit hatte eine wichtige Bedeutung für die Männer und Frauen, die mit Begeisterung dem Laienspiel nacheiferten. Es war für die Gemeinde Bakum immer ein kultureller Bestandteil, da die Bühnenstücke der damaligen Zeit aus heutiger Sicht auf sehr hohem Niveau lagen. Es wurden hauptsächlich klassisch angesiedelte Stücke in hochdeutscher Sprache aufgeführt. Stücke wie Nathan der Weise von Lessing, Die Räuber von Schiller, Adolf Kolping und viele weitere schwere Stücke gehörten zum Programm dieser Theatergruppen. Hervorragende Leistungen der Laiendarsteller lohnten die Zuschauer mit begeistertem Beifall. Mitte der 60er Jahre ließ die Begeisterung an Bühnenaufführungen nach, da Film und Fernsehen das Interesse der Bevölkerung weckten. Das Ohnsorgtheater mit Heidi Kabel und das Kölner Willi-Milowitsch-Theater kam samstagabends direkt ins Wohnzimmer. Lediglich bei einigen weltlichen Feiern wurden weiterhin kleine Einakter und Sketche aufgeführt. Das bewies jedoch, dass die Schauspielerei die Mitwirkenden und die Zuschauer immer noch begeisterte. Dieses noch vorhandene Interesse veranlasste Schulleiter Georg Lücken in Lüsche im Jahre 1975, Personen zu motivieren, den Theaterverein in Lüsche wieder aufleben zu lassen. In einem Preisausschreiben gewonnen hat. Er hat nun fürchterliche Angst, dieser Tierarzt, vom Fliegen. Georg Lücken konnte wegen des engen Kontaktes zur Landjugend auch dort das Interesse wecken. Mit dieser Jugendorganisation wurden die ersten Grundlagen für die Weiterführung des Theatervereins geschaffen. Die Laienspieler der Landjugend machten sich selbstständig und gründeten Ende der 70er Jahre den Theaterverein mit dem Namen Dei Podestspälers. Zum damaligen Vorstand gehörten Vorsitzender Josef Hellbernd, Schriftführerin Maria Teschner und Kassenwart Josef Schlotmann. Auch Margareta und Alfred Bührmann aus Vestrup waren 1979 als Zuschauer einer Theateraufführung in Lüsche dabei. Wieder in Ruhe! Die Gottleute in Ruhe! Ja, Mann, den Manns Lühe nicht! Oh, Tami, nochmal! Wegen Kälte im Wald! Als im Oktober 1961 Frau Gertrud Themann aus Haustätte zur ersten Vorsitzende des Landfrauenvereins gewählt wurde, hatten die Ehemänner vieler Landfrauen teilweise noch Schwierigkeiten, die Aktivitäten dieser Frauenvereinigung zu akzeptieren bzw. zu unterstützen. Gertrud Themann hat in ihren Lebenserinnerungen auch die Zeit als Vorsitzende der Landfrauen ein wenig beschrieben. Sohn Karl
hat uns das Schriftstück mit der Erlaubnis zur Verfügung gestellt, einige Abschnitte in dieser Dokumentation zu nennen. Unter anderem schreibt sie, dass es bei einigen Ehemännern zu Schwierigkeiten kam, als die Landfrauen sogar mit Ausflügen begannen. Nee, use Mamme, dey bliff bi hus. Dat kann ich angorn. Wo führt dat dann hin? Dat is neumeutschken Kram. Ebenfalls erwähnte Gertrud Themann, dass sie Lina Tabke-Joost aus Weihe als erste Vorsitzende abgelöst hatte. 23 Frauen aus der gesamten Gemeinde Barkum hatten sich zur Neuwahl im Saal Meistermann versammelt. Sie war unmittelbar nach der Wahl furchtbar erschrocken. Grete Meistermann brachte ihr gleich einen Cognac, damit sie die Sprache wiederfand. Mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer habe sie in der Gemeinde die Werbetrommel für eine Mitgliedschaft bei den Landfrauen gerührt und siehe da, die Mitgliederzahlen stiegen in den nächsten Jahren ihrer Amtszeit gewaltig an. Ebenfalls schreibt sie auch als Hausstädterin, dass Lüsche schon damals ein besonderes Völkchen sei. Einladungskarten zu Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen mussten immer bereits am Donnerstag in Lüsche verteilt werden. Denn sonntags bei der Kirche wurde alles zu diesen Einladungen besprochen. »Gast du da auch hin, oft bliffst du tauhuse?« So passierte es oft, dass die Lüscher Frauen komplett vertreten waren oder alle blieben geschlossen zu Hause. Einmal sprach Dr. Brockmann bei Busse in Hame über Erben und Vererben. Dr. Brockmann berichtete übrigens in diesem Vortrag auch über das Testament eines Lüscher Bauern. Nach dem Tod dieses Bauern waren die Erben bei der Testamentseröffnung sehr enttäuscht, als sie diesen Satz vom Rechtsanwalt zu hören bekamen. Als Uppe. Dieses seit 5 Jahrzehnten existierenden Gemeindefestes aus Karum kam. Karums damaliger Schulleiter Julius Seeger hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die zündende Idee zu diesem Fest. Und er verstand es, auch seinen Kollegen Josef Rüwe aus Lüsche zu begeistern. Das Fest, zunächst Kleines Sängerfest genannt, war geboren und wurde erstmals 1948 in Lüsche gefeiert. Dieses erste Gemeindefest, der Männergesangverein Sängergruß aus Bokern-Merschendorf gehörte von jeher dazu, wurde in Graves Zelt ohne Dach gefeiert. Dies war allerdings wegen des guten Wetters auch nicht nötig. Leider, so Cooper, war bei der Oldenburgischen Volkszeitung darüber kein Bericht zu finden. Die Zeitung stand unter der Kontrolle der Militärregierung. Jahr für Jahr bringt Werner Cooper die vielen Feste mit einigen Sätzen wieder in Erinnerung. Dabei dürfte die langjährige Tätigkeit Coopers als Dirigent des Barkumer Musikvereins sehr nützlich gewesen sein. Bei der Vorstellung aller Vereine konnte sich der ehemalige Rektor Cooper über die großzügige Bereitschaft zur Mitarbeit vieler Vereinsmitglieder erfreuen. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Volksfestfreunde, wir haben soeben das gesellschaftliche Leben des vergangenen Jahrhunderts in der Gemeinde Barkum erleben dürfen. Dieses Leben fand in den Vereinen der Gemeinde Barkum statt. Das Angebot der großen Zahl an Vereinen war vielfältig. Es war für jeden etwas dabei, ob Musik, Gesang oder Sport. Die Menschen fanden Gelegenheit, in Gesellschaft einem Hobby nachzugehen und damit ein wenig Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Das gelang in schlechten Zeiten wie in besseren Zeiten gleichermaßen. Dieses Vereinserbe gilt es zu erhalten und gleichzeitig für die Zukunft auszubauen und zu unterstützen. Mein Dank gilt an den Heimatverein Barkum, der diese Erlebnisse aus dem Barkumer Vereinsleben der letzten 100 Jahre aufgearbeitet und heute vorgeführt hat. Nun lassen Sie uns...